herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LSWC aus Stappenbach in Oberfranken. Ich habe jetzt gerade das Feld vor der Biogasanlage hier geflügt und ich bin jetzt mal auf dem Weg. Ich will mal wissen, ob der Milchviehbetrieb tatsächlich ob der Milchviehbetrieb tatsächlich zum Verkauf steht oder ob der einen Besitzer hat, weil ich will wieder auf den Stand, den ich hatte. Und dazu gehört halt der Milchviehbetrieb. Und da muss ich halt wissen, ob ich den gesondert kaufen kann oder nicht. So, mal ganz kurz hier mal einen Überblick lang. Ich fahre auch extra mal die ganzen Seitengassen. Mal hier so ein bisschen. Guck mal, das hat sich aber nicht verändert, ne? Da hinten ist er schon. Ich weiß nicht daran. Ich fahre bloß noch. Na, schätze mal. Fahren wir hier lang. Entschuldigung, Sir. Darf ich mal? Dankeschön. So, hier ist die Kompostanlage. Es steht im Moment auch zum Verkauf. Das ist interessant. Das wäre natürlich auch nochmal was für uns mit dem ganzen Gras und allem, ne? Ja, steht tatsächlich zum Verkauf. Okay. Das ist natürlich interessant. 680.000 Euro. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Kaufen Sie diesen Milchviehhof, leicht außerhalb von Stappenbach gelegen, um in der Milchwirtschaft einsteigen zu können. Ja. Ja. Den hatten wir mal. Hier haben wir viele unserer Maschinen untergestellt, die wir bei uns auf dem Hof nicht gekriegt haben. Und hatten, glaube ich, auch hier hinten einen Acker. Oh, hier ist jetzt die Wiese gesperrt, super. Hatten hier einen Acker. Oh, der ist natürlich auch wieder verkauft. Super. Oh ja, die Fahrsilos. Oh, ich kann mich erinnern, wie wir hier immer ständig, ne, mit langen Anhängern gerade so rumgekommen. Ich kann mich erinnern. Ah, das war ein schöner Milchviehbetrieb. Das war ja auch hier, wo man ursprünglich mal eine Futtermischanlage hatte. Jetzt das Ganze ja mit dem Hochsilo läuft. Also nicht mit dem Hochsilo läuft, Quatsch, Blödsinn. Sondern mit dem Futtermischer, aber ja. Das war unsere Halle. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir hier die Ballenlager noch drin gehabt. Ich frag mich echt. Aber auch jetzt, ne, wir haben jetzt Nachmittags. Wir haben jetzt, weiß ich gar nicht, ich glaube halb vier oder sowas haben wir. Vier Ladezone, Tierkauf, okay. Und, das klingt jetzt echt blöd, aber ich habe immer noch keine erreicht. Das ist so ätzend. Also ich weiß nicht, wo die hingefahren sind und was sie machen, aber sobald die wieder da sind, die kriegen von mir sowas von eine rein. Man glaubt man gar nicht. Ich habe nicht umsonst den Hof so aufgebaut, wie er ist. Ach, hier war das mit der Wasserfüllstelle kaufen, ja? Die Rohre, der Klempner kommt zwischen 7 und 18 Uhr. Ah, auch das ist verkauft wohl. Wieso verkaufen wir Wasser? Ich glaube, ich sollte mich damit nicht so sehr jetzt beschäftigen gerade. Ich glaube, ich mache das mal zu hier. Sonst kriege ich noch ein Horn. Und wenn ich wahrscheinlich am Hühnerstall vorbeifahre, ist auch nichts los. Können wir mal machen. Komm, wir fahren mal am Hühnerstall vorbei. Fahren wir hinten rum. Eieieiei. Na ja, gut. Irgendwann mal kriegen wir schon raus, was hier Phase ist. Weil Hermann sagte mir, der Schwader wäre noch beim Meier. Da müsste ich dann quasi mit dem Meier vorbei. Ja, wir haben ja den. Also er sagte, er hätte immer noch tatsächlich den Grashüpfer. Was mich persönlich wundert, wenn er so viele von unseren Flächen verkauft hat, dass er immer noch den Schwadmeier hat. Aber okay. Für mich vom Vorteil. Ist ein bisschen einfacher, mit dem zu fahren. Ja, den haben wir ja quasi am Ende. Am Ende unserer Zeit hier in Stappenbach hatten wir den ja quasi noch
nochmal da als Vorführer. Als der Lohner hier auch raus ist, du. Komisch. Also als würde es hier tatsächlich die letzten Züge sein von Stadtenbahn, so wie wir hier zu hat. Hier vorne ist das große Sägewerk. Fahren wir aber nur dran vorbei, weil wir wollen hinten hier rum. Aber es hat auch einen Zug. Okay. Okay, das wird jetzt ein bisschen komisch hier gerade mit einem Zug. Aber langsam hier. Ach, guck mal hier, unser... Warum sind da keine Pappeln auf unserem Pappeltestacker? Das war doch auch unser Acker. Das verstehe ich jetzt nicht. Es ist auch nicht mehr unser... Sag mal. Ich glaube, ich wandere wieder aus. Die Wiese hier ist auch nicht unsere. Was ist denn hier los? Also, ich weiß nicht. Ich habe jetzt Emily schon dreimal auf die Mailbox gesprochen. Hab ihr quasi schon mal so ein bisschen in den Allerwertesten getreten. Verbal. Und hab ihr auch gesagt, dass wenn sie nicht zusieht, dass sie herkommt, sie gar nicht mehr auftauchen braucht, weil ich bin gerade mega mäßig angefressen über das, wie es hier aussieht und was hier so alles passiert ist. Und ich sag ja, die braucht sich, wenn die es am heutigen Tag nicht schafft, noch vorbeizukommen, da braucht die gar nicht mehr auftauchen. Hier. Ich gucke mal. Einmal an hier. Die Biogasanlage geht auch zu. Das war doch hier der Acker, den könnte man doch eigentlich bewirtschaften, ne? So. Oh, was haben wir hier? Oh, wir haben hier Eier. Das ist interessant. Aber das ist auch nicht... Ist das offiziell? Nee. Moment, stopp. Tiere. Nö, sind nicht meine Hühner. Aber man konnte doch... Was hatten wir? Stimmt, wir hatten hier diesen... Wir hatten doch hier so einen Liegehennenstall mit dran. Fällt mir jetzt gerade mal an der Stelle so auf. Ich darf nicht drüber nachdenken, was wir hatten. Ich sollte drüber nachdenken, was wir jetzt im Moment haben und was wir dementsprechend machen müssen. Gut, okay, also die Eier habe ich jetzt auf jeden Fall mal hier rausgesammelt. Hühnerstall, wo war ich jetzt nochmal? Der war so ein bisschen versteckt, ne? Da. Der war bei der 84. Okay. eigentlich wollte ich nur noch mal kurz gucken, wie ich da hinkam. So selten Eier hier verkauft. So. Ah ja, vor der Gärtnerei bei den Pferden rum. Genau so war das. Okay. So. Ah ja. Keine neuen Eier? Gott sei Dank. Tor habe ich auch zugelassen. So. Aber das ist doch... Hier, guck mal. Das kommt mir auch mal bekannt vor. Unser alter Ich bin schon wieder bei alt. Der ist auch verkauft. 120.000. Ey, Leute. Ich meine, das Feld hier haben wir gemacht. Das ist eins unser Felder hier, das haben wir gepflügt.
Da hinten ist zwar noch ein Teil, der wurde abgetrennt, da wohnt wohl noch jemand anders. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben und warum das so ist, aber es ist so. Und will sie nehmen. Ja, ich habe ihn offen gelassen, ist egal. Ah, Moment. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Unsere Pferdeweide haben sie gar nicht zugemacht. Abgerissen. Unsere Pferdeweide ist zu verkaufen. Yes. Aber die Bäume haben sie gefällt. Oh, das ist doch. Nee. Nee. Nee, kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich setze mich jetzt auf meinen Schlepper. Fahr zum Hof. Und werde mir den Grubber schnappen. Und werde anfangen zu grubbern. Als Feldvorbereitung, dass wir danach aussehen können. Das geht auch gar nicht. Ah, ist die Biogasanlage hier hinten auch zu? Die andere hat auch schon zu, als ich bei der in Stappenbach vorbeigefahren bin. Also sind Biogasanlagen haben geschlossen. Die meisten der Höfe haben geschlossen. Ist jetzt nicht unbedingt sehr vertrauenserweckend. Dafür fahren die Autos aber langsamer. Sehr viel langsamer. Da geht gar nicht sowas. Ja, hier dieser kleine Streifen. Keine Ahnung, wem der gehört. Beziehungsweise steht ein Schild dran zu verkaufen. Also. Ja. Ist ja wie mit den Wiesen. Die sind noch nicht gewachsen. Wollen wir auch noch mal sehen, dass die dann vorankommen. Aber super, das ist. Geht gar nicht. Na, ich sag ja, wenn die sich nicht meldet, der geht der Arsch Kirmes, ja, das sag ich dir. So, lass uns mal den hier wieder zurückpacken. Gerne mal gucken, ob jemand da ist. So. Häng aber schon mal hier den Grubber an. Hier hinten auf die Ecke raufgehen. So, wenn wir mal hier kurz stehen. So. Ne, hier steht nur mein Auto. Nee. Ich laufe nochmal hier rüber. Hier bin ich ja reingefahren. Hier zwischen. Auch nicht. Nee, die ist noch nicht da. Ein paar Stunden hat sie noch Zeit, ne? Aber danach geht das du. Dann ist das hier vorbei mit dem. Mit der guten Laune, ne? Aber ich habe ihr das auch so gesagt. Also wenn die nicht innerhalb der nächsten. Nur so 2-3 Stunden. Hier auftaucht. Dann kann sie sich das Auftauchen mal komplett in die Haare schmieren, ne? Sag ich jetzt mal. Ich meine, wir haben jetzt hier alles vorbereitet. Wir fahren jetzt hier in die. Ins Grubbern. Und wenn wir damit durch sind, dann sehen wir an. Wobei, Moment, wir könnten eigentlich. Nee, wir grubbern und düngen dann. Grubbern, düngen, ja. Und, dann gucken wir, ne? Gut, liebe Leute, ich würde aber sagen, für euch soll es das Ganze hier für heute schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich mega darüber freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr, sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze hier anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.